Ja, dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem erst zweiten Freitagabend-Heimspiel in dieser Saison, morgen um 18.30 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Es gibt nur noch Karten für die Osttribüne, für die Edelmann Group Osttribüne. Und ja, das soweit vorab. Und jetzt kommen wir zum Personellen, zum Spiel. Frank, wie sieht es da morgen aus? Ja, zu denen, die letzte Woche gefehlt haben, mit Maxi T ist ja klar, Jonas Brändle, Andrew Owusu, die sind alle nicht im Training. Dazu hat gestern David Otto noch einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen. Schaut sich heute der Arzt an und dann werden wir sehen, heute im Abschlusstraining, ob er dabei sein kann. Ansonsten haben wir alle trainiert. Vielen Dank soweit. Und jetzt eure Fragen zum Spiel morgen gegen den 1. FC Nürnberg. Wer macht den Anfang? Ralf Hamann, erste Reihe, Radio 7, beginnt ganz vorne. Jawohl. Moment. Sandhausen-Nürnberg, sind die von der Spielanlage, ist das vergleichbar? Also außer, dass man jetzt ein Auswärtsspiel und jetzt natürlich ein Heimspiel für euch ist, aber ist das ungefähr gleiche Kategorie vom Gegner? Boah, klar, dass der 1. FC Nürnberg letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat und als Absteiger auch das Ziel gehabt hat, denke ich, wieder direkt aufzusteigen und sich auch so aufgestellt hat, ist mal das eine. Und ich glaube, das ist jetzt aus unserer Sicht, aber auch aus Sandhäusers Sicht, denke ich mal, grundsätzlich mal ein anderes Regal. Trotzdem sieht man, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt in der zweiten Liga. Der Club hat in der Vorrunde letztendlich dann Probleme bekommen, was sich auch in der Tabelle niedergeschlagen hat. Und so viel kann man sagen, dass sie ihr Spiel dahingehend umgestellt haben, dass sie klar den Fokus auf die Defensive gelegt haben, sehr kompakt spielen, kein hohes Risiko gehen, versuchen sehr eng zu verteidigen und über Umschaltmomente dann zu Torchancen, zu Toren zu kommen. Natürlich gerade über die offensiven Außenverteidiger, wenn ich an Philipp Heise denke, aber auch im letzten Spiel, Handwerker und ja auch Nürnberger, die da über den Flügel gekommen sind, auch Tore vorbereitet haben. Und Sandhausen, wenn man jetzt mal das Spiel nimmt in Nürnberg, da haben sie mehr Ballbesitz gehabt, haben versucht, über Ballbesitz zum Erfolg zu kommen. Aber das spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern jetzt zu vergleichen, sondern wir werden auf einen Gegner treffen, der kompakt stehen wird, der situativ auch mal versucht, den Spielaufbau zuzustellen, aber in erster Linie sehr defensiv, sehr, sehr großen Wert auf die Defensive legt. Deswegen haben sie auch die letzten zwei Spiele zu Null gewonnen. Und deswegen Abnutzungskampf, Geduld, alles das wird wieder gefragt sein. Timo Lemmert von der Rems-Zeitung, bitteschön. Also gerade gesagt, die letzten beiden Spiele haben sie zu Null gespielt. Ich habe es von Jens Keller etwas gelesen, was ich von dir auch schon mal gelesen habe. Wir stehen hinten defensiv, Fokus defensiver und vorne haben wir immer die Qualität zuzustechen. Und vor allen Dingen will er jetzt Nürnberg, wir reden ja von Nürnberg, Heidenheim die Favoritenrolle zuschustern. Das ist ja auch mal eine ungewohnte Situation vielleicht, wenn man jetzt auf den Gegner Nürnberg schaut. Also erstens macht der Sinn in der zweiten Liga, dass man in der Defensive gut steht. Das ist jetzt keine Überraschung. Und kann mir nicht vorstellen, dass Jens Keller gesagt hat, dass der 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Nürnberg Favorit ist. Vielleicht, wenn er es gesagt hat, dann vielleicht aufgrund der Tabellensituation. Aber wenn man mal die Erwartungshaltung oder die Voraussetzungen sieht, auch gerade Anfang der Saison, dann glaube ich, was auch die Zielsetzung betrifft, dann ist eigentlich genau umgekehrt. Der Club, habe ich ja eben gesagt, auch haben wir auch einen unserer besten Spieler gekauft, mit Nico Dobedan. Von daher uns auch erstmal per se geschwächt und dann glaube ich schon, dass man davon reden kann, dass der Club grundsätzlich eine Mannschaft ist, der groß denkt und eigentlich vorgehabt hat aufzusteigen, aber spielt auch gar keine Rolle, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass man morgen sieht, welche Voraussetzungen dieses Spiel hat, dass man weiß, was einen erwartet, dass man dann im Spiel auch da wieder die richtigen Maßnahmen ergreift, um erfolgreich zu sein und damit beschäftige ich mich und Favoritenrolle spielt eigentlich keine Rolle, aber ja. Dass wir jetzt der große Favorit sind. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er das so gesagt hat. Ja. Muss ich morgen mal fragen. Spielt auch keine Rolle, wie gesagt. Nadine Rau für die Heidenheimer Zeitung, bitte. Im Hinspiel gegen Nürnberg ist ihre Mannschaft ja unheimlich stark noch zurückgekommen. Da haben sie gesagt, es war saustark, glaube ich, waren ihre Worte. Ist das so ein positives Gefühl, das man noch mitnehmen kann, wenn man jetzt wieder auf denselben Gegner trifft? Oder ist das was jetzt in der neuen Situation gar keine Rolle spielt? Dieses Spiel spielt jetzt für das Spiel morgen überhaupt keine Rolle. Timo Lemmer hat nochmal bitte. Was Nico gerade
angesprochen, der ist mit der Prämisse dahin gewechselt, um den Aufstieg mitzuspielen. Jetzt hätte man Nürnberg vielleicht dann auch auf dem vierten Platz erwartet. Der FC Heidenheim ist jetzt auf dem vierten Platz, trotz dieser Schwächung, sage ich mal. Wie hast du seinen Weg verfolgt? Ich glaube, in den letzten Spielen war er nicht mehr so präsent. Ich glaube, letztes Mal nur 3-0 eingewechselt. Ja, grundsätzlich sieht man mal, dass in der zweiten Liga man nicht klar sagen kann, wie es läuft vor einer Saison. Ich glaube, seine Worte waren: Wenn ich um Platz 8 mitspielen will, hätte ich in Heidenheim bleiben können und ich möchte angreifen. Und das zeigt ja einfach auch, wie ihm da letztendlich ja auch ja, die Türen geöffnet worden und welcher Zielsetzung der Club dann auch in die Saison gegangen ist. Aber natürlich ist ein anderes Umfeld, ist ein anderer Verein mit einer anderen Vita wie hier in Heidenheim, wo du konzentriert in Ruhe arbeiten kannst. In Nürnberg ist es so, dass man, gerade wenn man neu ist, sich erstmal durchsetzen muss, seinen Platz finden muss. Ich glaube, dass er mit seinen Qualitäten jede Mannschaft auch in der zweiten Liga bereichern kann. Aber für die Mannschaft ist nicht so gut gelaufen. Am Anfang, glaube ich, der Saison war er Garant für viele Punkte, auch im Pokal, für das ein oder andere Weiterkommen. Und danach ist bei ihm auch nicht mehr ganz so gelaufen. Aber da müssen wir ihn jetzt selber fragen. Ich denke, dass es normal ist, auch als Spieler, der diesen Werdegang, wo es auch ziemlich schnell nach oben gegangen ist, dass auch mal eine Phase kommt, gerade bei so einem Verein, wo es dann vielleicht nicht so läuft, da muss man Ruhe bewahren und weitermachen, aber das sind nicht unsere Themen. Nochmal personell, du hast ja momentan wenig Sorgen, sag ich mal, personeller Natur. Dennis Tomala ist jetzt wieder da. Kann man jetzt davon ausgehen, dass da zwangsläufig aufgrund der vorhandenen Quantität und Qualität du immer wieder in der Offensivreihe rotierst? Ich meine, du hast ja da sehr viele Optionen momentan. Ja, das hängt auch davon ab. Natürlich spielt da der Gegner auch immer eine Rolle, auch was unser eigenes Spiel betrifft. Ich habe es ja erwähnt, wir haben uns gegen Sandhausen auf eine Raute eingestellt gehabt, hauptsächlich, und hätten dann ganz anders gespielt. Jetzt nicht personell, aber von der Grundordnung her. Und im Vorfeld wird es immer berücksichtigt, auch auf den Gegner, aber natürlich auf die eigenen Stärken. Und es beinhaltet einmal die Möglichkeit, dass man taktisch anders spielt, was wieder zur Folge hat, dass der eine oder andere Spieler entweder aus der Mannschaft rauskommt oder umgekehrt neue Kräfte reinkommen. Und der zweite Aspekt ist der, dass wir natürlich einmal frische Kräfte bringen wollen, auch auf die Tagesform, Wochenform schauen und natürlich auch jedem immer mal wieder die Chance geben wollen, wenn eben dann unter der Woche oder in den letzten Spielen dann einfach auch die Leistung gestimmt hat. Und das wird ein Punkt sein, der uns bis zum Saisonende wird immer wieder ein Thema sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jede Woche unbedingt auf der Suche sind oder entscheiden wollen, eine Formation neu aufzustellen. Nochmal, entscheiden wir Woche für Woche neu auf den Gegner. Und das kann dann Veränderungen geben, muss aber nicht. Aber ich bin grundsätzlich froh, dass wir, und das sieht man auch im Training, mehrere Optionen haben. Das bedeutet einfach, dass jeder Gas geben muss. Und wer es halt unter der Woche nicht so gut macht, der hat halt wenige Chancen, dann einfach auch am Wochenende eingesetzt zu werden. Das sind die Dinge, die da einfach dazugehören, um die Spannung hochzuhalten. Und trotzdem ist wichtig, dass der Kader ist jetzt nicht aufgebläht, sondern wir haben eine gute Kaderstärke momentan, wo jeder über gute Leistungen dann auch ja, sich empfehlen kann. Nochmal da jetzt konkret werden, weil Dennis ja auch länger nicht da war, Hüft-OP Gott sei Dank überstanden. Wie weit ist er, wie bringt er sich gerade ein und wie ist so sein Gesamtzustand? Ja, also es ist erstaunlich, er hat ja die gleiche OP schon mal auf der anderen Seite gehabt, es ist erstaunlich, wie schnell er jetzt zurückgekommen ist. Ist ein Spieler, der unheimlich schnell dann auch zurückfindet und auch wieder die Spielfitness hat. Das sieht man im Training. Ich glaube, dass der Rhythmus fehlt, logischerweise, wenn man mehrere Wochen, Monate dann auch ausfällt. Aber er situativ immer wieder zeigt, dass er was hat, was uns im Spiel gut tun kann. Ist einer, der den Ball gut festmachen kann, ist Kopfball stark. Und natürlich braucht er den Rhythmus, braucht konstant gute Leistungen und muss sich in der Konkurrenzsituation durchsetzen. Aber man sieht es jetzt auch in den letzten 2-3 Wochen im Training, dass er sich immer wieder aufdrängt und entsprechend bekommt er dann auch die Chance oder anders gesagt, macht es für andere schwer, in die Mannschaft zu kommen. Aber das ist ein Zustand, der jetzt nicht zählt aus den letzten 2-3 Wochen, sondern der jede Woche wieder neu beginnt, wie ich es eben gesagt habe. Es gilt für den Dennis, aber wie für jeden anderen Spieler auch. Gibt es sonst noch Fragen? Doch mal nochmal Nadine Rau, bitte. Ja, noch eine personelle jetzt. Kriesberg ist letzte Woche dann auch erst nach einer langen Zeit wieder mit reingekommen. Da konnten Sie vorlauf zufrieden sein, oder mit dem, was er dann jetzt wieder gezeigt hat? Definitiv, habe ich ja im Vorfeld gesagt. Wir haben das grüne Licht der Ärzte dann letztendlich auch wirklich abgewartet. Das war
insbesondere für ihn nicht einfach, weil er hätte ganz schon früher eingegriffen, glaube ich. Auch wir hätten ihn schon früher gebracht. Aber am Ende hat die Vernunft gesiegt. Aber mir war klar, wenn der Zeitpunkt dann da ist, hat jetzt auch nicht so oft mit der Mannschaft trainiert, voll, dass er sofort wieder da ist, wenn man das sieht, sein Pensum, sein Einsatz. Ich glaube, in der 70. Minute hat er mal einen kleinen Hänger gehabt, da habe ich gedacht, okay, reicht nicht mehr, aber dann wie so oft, zweite, dritte Luft und mit seiner Präsenz, Umschaltmomente ist er extrem wichtig für uns und auch wieder ein Garant dafür gewesen, dass wir erstens in der Defensive so gut gestanden sind, zweitens hat man ja beim Tor gesehen, dann die Balleroberung, das Umschalten, dass er da oft mit dabei ist und ich glaube einfach auch, gerade Niklas Dorsch tut es gut, wenn er an seine Seite spielt oder diagonal vor ihm, dass er einfach dann, ja, dass unser Mannschaftsgefüge dann nochmal besser aufgestellt ist. Und deswegen hat es auch gut überstanden, hat diese Woche wieder voll trainiert. Es ist Wahnsinn, wenn man ihn sieht nach so einer Verletzung. Da gibt es nicht irgendwie mal Halbherzigkeit, sondern in jedem Training Vollgas, auch in den Zweikämpfen. Und das zeichnet ihn aus und das brauchen wir auch für unser Spiel.